Und noch ein interessanter Hinweis, vielleicht für die Dart-Fans unter euch, die sich das Ganze hier mal live vor Ort anschauen möchten. Für den Freitag, für den Finalfreitag. Christopher, you require 18. Aber jetzt hier der Fokus auf die 18 Punkte Race von Christopher Tonas. Räumt das am Ende auf. In 21 Darts zur 1:0 Führung gegen The Tunnel. Kai, you require 70. Game shot and the second leg, Kai Gotthard. Third Klasse, leg, it's Christopher to throw first. Zwei Darts, das Ganze ins Ziel gebracht. Christopher, you require 90. Triple 19. Klasse. Stark Game shot gemacht von Christopher Tonas. Gut fourth korrigiert leg, diesen ersten first. Missglückten Dart. Christopher, you require 84. Stellt sich auf 60 Punkte Rest. Bullseye für Tonas, klasse, nächstes gutes Finish, das er hier ins Ziel bringt. Diesmal zum Break. Game on. Christopher, you require 127. Klose. Und das ist wirklich richtig stark hier. Erstes High Finish der Partie für Christopher Tonas, aber wiederum ein sehr, sehr gutes Finish von ihm. Das dritte in Folge, dass er hier mit dem letzten Dart ins Ziel bringt. Christopher, you require 20. Ja, doch der letzte Dart hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht, aber Game shot and the es ist six leg unterm Strich Tundas. Auch egal, denn Christopher Tonas macht hier das 5:1, absolute Einbahnstraße in diesem Spiel. Game on. Nächstes Break für den Debütanten. Eck mehr gewonnen, 4 in Folge zuletzt für Christopher Tonas. Der kriegt hier die Chance auf 93 Punkte, 2 Matchstarts auf der Doppel 18. Nutzt er sofort. Klasse Auftritt von Christopher Tonas. Tolles Finishing. 6:1 Erfolg gegen The Tunnel, Kai Gotthard. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, nochmal rüberzuschauen auf die anderen Boards. Da hat Daniel Klose das Spiel mittlerweile gedreht gegen Ole Holtkamp. 4:3 liegt er vorn.